Herzlich willkommen zurück. Was habe ich gesagt? Lief alles wie geschmiert. Dieser Typ war doch nichts. Da bin ich größere Herausforderungen gewohnt. Blödsinn. Ohne mich würdest du deine Eingeweide vom Boden aufsammeln. Okay, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Coulter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Oberboss und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. Klar, sicher. Und wo du schon dabei bist, bietest du mir bestimmt gleich 1 Million Kronkorken an. Okay. Versteh schon. Du traust mir nicht. Aber ich schwör's dir, das hier ist eine ganz große Nummer. Ich will nicht Luca die Dings wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Coulter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen und die Banden dran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Okay, aber es sollte auch was dabei rausspringen. Ich mach das hier nicht umsonst. Keine Sorge. Wenn du auf Kronkorken aus bist, in denen wirst du bald schwimmen. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Wir sehen uns im Oberboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Okay. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Wir müssen mal Stuff ablegen, wir können nicht mehr laufen. Mach auf! Danke. Mehr Schein als Sein. Ein ambitionierter Plan, ja. Cool. Ah ja. Warte mal, wir haben doch noch eine zweite Minigun aufgenommen. Können wir die vielleicht mal wegschmeißen? Ist ein Traum. Alter, die sind so krank. Ich will mir das alles ein bisschen angucken. Ach, oh, High Gate. Dann gehen wir durch. Coole Bar. Muss man ja mal sagen. Oh. Was? Ja, genau, da. So groß ist das Ding. Wir sind jetzt praktisch im unteren rechten Drittel. Also. Ich kann es ja mit der Maus nicht zeigen, gerade. Trotzdem gut zu wissen. Nachrichtenindex. Mira. Corki. Cookie. Quantum. Montag und Dienstag geschlossen. Wartungsprotokoll. Und Dienstplan. Aha. Gut. Zu wissen. So, geht's überall raus. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Gibt's noch ein bisschen zu looten? Hier ist noch. Sachen zum Nehmen. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal irgendwo raus hier, ist ja egal. Fistop Mountain. Coole Chaos Arena, Alter. Okay, das macht man
so, wenn man müde ist. Seit ihr hier das Sagen habt, schuften wir rund um die Uhr. Was habt ihr erwartet? Wir erwarten etwas mehr Anerkennung. Wir geben euch zu essen und zu trinken. Wir bieten euch Sicherheit. Ohne uns werdet ihr längst Futter für die Blutwürmer. Du machst entweder deinen Job, oder wir werfen deinen faulen Arsch aus dem Park. Aber vielleicht denkst du ja, du wärst da draußen besser dran. Ganz allein und unbewaffnet. Nein, nein, ich gehe wieder an die Arbeit. Schon besser. Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Oh, hallo, junger Bursche. Willkommen in Nuka World. Ich bin Nira, Ihre freundliche Nuka World Informationsassistentin. Seriously. Besuchen Sie Nuka World zum ersten Mal? Ja. Ja, das tue ich. Oh, wunderbar. Wir freuen uns sehr, Sie in Nuka World begrüßen zu dürfen. Bevor Sie sich auf Ihr großes Nuka-Abenteuer begeben, möchte ich Ihnen noch... Fehler. System-Fehlfunktion. Hast du meine Zeit lang genug vergeudet, du dreckiger kleiner Gauner? Mir wird langweilig. Und wenn mir langweilig wird, werde ich gewalttätig. Du leidest ganz klar an einer ziemlich schweren Fehlfunktion. Die einzige Fehlfunktion ist dieser idiotische Gauner hier. Vielleicht sollte ich mein kleines Problem mal lösen. Dauerhaft. System wiederhergestellt. Hoppla, tut mir leid. Meine Aufzeichnungen deuten auf eine unautorisierte Manipulation meiner Persönlichkeitssubroutinen hin. Wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an einen Nuka World Wartungstechniker. Eine Fehlfunktion? Wie zum Teufel kommst du denn darauf? Die interne Systemüberwachung hat ein nicht autorisiertes Herunterfahren und Neustarten aufgezeichnet. Beim Wiederherstellen der Funktionen wurden mehrere Verhaltensparameter geändert. Meine Audiosensoren haben alles aufgezeichnet und ich habe gemäß den Standardsicherheitsprozeduren ein Holoband davon eingereicht. Oh, keine Sorge. Trotz dieses unglückseligen Vorfalls funktioniere ich noch mit mehr als 61% meiner normalen Kapazität. Ganz gut. Ich wollte Ihnen gerade einen kleinen Tipp geben, damit Sie Ihr spannendes Nuka World Abenteuer optimal genießen können. Sammeln Sie Parkmedaillons, während Sie Spaß mit unseren großartigen Attraktionen haben. Für einen kompletten Satz gibt es eine besondere Belohnung. Gut zu wissen. Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und denken Sie daran, für eine kalte, erfrischende Nuka Baumhaus ist immer der richtige Zeitpunkt. Wo kann ich mich ausruhen oder was essen? Irgendwelche Tipps? Aber natürlich. Nuka Town USA ist der perfekte Ort, um in entspannter Atmosphäre großartiges Essen zu genießen. Wenn Sie etwas Leckeres für Ihre Kinder suchen, gehen Sie mit der Familie zu Cappy's Café. Lust auf einen romantischen Abend? Genießen Sie Essen und Vorführungen im Parlor. Möchten Sie einen großartigen Ausblick und ein gastronomisches Erlebnis von Weltklasse erleben? Dann besuchen Sie das Restaurant Fistop Grill auf dem Fistop Mountain. Wenn Sie Herausforderungen mögen, kommen Sie in die Nukacade oder erleben Sie eine wilde Fahrt in unseren Cola-Cars. Was möchten Sie sonst noch wissen? Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Genau. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden sich mehrere Automaten, an denen Sie spezielle Parkmedaillons erhalten. Sobald Sie einen kompletten Satz haben, bringen Sie sie mir, um eine besondere Belohnung zu erhalten. Wo finde ich diese Automaten? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Besuchen Sie unsere beliebtesten Fahrgeschäfte und Attraktionen. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ich war ja auch mal im Disneyland. Erzähl mir über die verschiedenen Bereiche des Parks. Ich bin da verkehrt, weil ich Achterbahn und sowas nicht fahren möchte. Auf die Sterne in der Galactic Zone und erleben Sie die faszinierende Reise der Menschheit ins All. Entdecken Sie Starport Nuka und rasen Sie in der Achterbahn Nuka Galaxy ins Abenteuer. Funktioniert das alles noch? Unternehmen Sie eine Zeitreise nach Dry Rock Gulch und wandeln Sie auf den staubigen Straßen einer Westernstadt. Erleben Sie lebendige Geschichte in unseren authentischen Aufführungen von Cowboys und Revolverhelden im Wilden Westen. Werden Sie Zeuge von Naturwundern im Safari-Adventure mit einer faszinierenden Sammlung exotischer Tiere aus aller Welt. Meistern Sie das Heckenlabyrinth und besteigen Sie das gigantische Baumhaus, um den Ausblick auf unsere großartige Tierschau zu genießen. Nice. Vergessen Sie nicht Kiddy Kingdom, eine magische Welt, die Spaß Kiddy und Kingdom für die ganze Familie bietet. Ihre
bin raus. Und zur Feier der weltweiten Markteinführung gibt es in der Welt der Erfrischung jetzt einen Fluss mit Nuka-Cola Quantum. Was möchten Sie sonst noch wissen? Der leuchtet dann nachts, oder? Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. System-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System wiederhergestellt. Einen schönen Tag noch. Alter, find aus, was hell. Oh, yeah. Hier gibt es Maschinen, die Kinder mit Nuka-Cola eingesprüht haben. Was hatten diese Leute für Probleme? Was hatten die Leute für Probleme? Ja. Obwohl das eigentlich schon ziemlich räudig ist, dein Clips für dein Übel. Das ist ja Cola, ne? Es ist ja nicht so geil eigentlich. Das muss man sich eigentlich mal reinziehen, wenn man sich so Cola, ne, und dann wie das klebt, da weißt du, wie viel Zucker da wirklich drin ist, ne. Das ist schon ganz schön eklig, eigentlich. Ein Schalldämpfer, so für das Schuss wird auch den Rückschuss an der Waffe. Das ist nicht ganz komplett richtig. Das könnte ich mir mal ansehen. Was? Was denn? Hier den Laden. Die haben gerade geöffnet, oder? Da schau her. Der Größte und Mächtigste höchstpersönlich. Was? Wie kann ich zu Diensten sein? Was? Was hast du vorrätig? Die Medizin, die du brauchst, um frei zu sein. Ich oh, die haben alle Sklaven als Bänder. Für dich, Boss. Die kenne ich noch von, vor 3. Zeig mal, was du so hast. Verstanden, Boss. Das sind Sklaven, das ist nicht geil. Das müssen wir mal irgendwie... Bist du Schaf oder Wolf? Das Ruder nimmt nur Wölfe auf. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Nur da, um ein paar Vorräte abzuholen, Boss. Aha. Hört mal auf mich an, ihr Bus. Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Oh, hallo, Boss. Glückwunsch zu der Sache mit Coulter. Ich, bin mir sicher, du schaffst das hier. Warum gratulierst du mir? Ist ja nicht so, dass du gehen darfst. Ehrlich gesagt, kenne ich dich noch gar nicht, Boss. Tut mir leid, ich bin so nervös. Sollte nicht respektlos sein, Boss. Ich weiß nur nicht, welchen Stand ich bei dir hab und will dich nicht verärgern. Das und, naja, wir haben uns alle schon gefragt, wie du diesen Ort führen würdest. Also, das ist jetzt deine Show. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du könntest einfach wie Coulter weitermachen. Oder aber... Du könntest... tja, also... Die Raider beseitigen, wenn du nicht so ganz damit einverstanden bist, wie es läuft. Ich muss zugeben, mir hat schon nicht gefallen, wie ich in diesen Job reingezogen wurde. Das könnte deine Gelegenheit sein, hier was zu verändern. Die Banden hier gehen sich sowieso schon an die Gurgel. Du könntest deinen eigenen Hals riskieren und versuchen, sie davon abzuhalten, sich auseinanderzunehmen. Oder das Richtige tun und sie unter die Erde bringen. Letztendlich führst du diesen Ort von deinem schicken Haus auf dem Berg da drüben an. Nur, den habe ich noch nicht gesehen. Nicht mehr mit einer Knarre unter dem Kopfkissen schlafen. Ich verspreche nichts, aber ich behalte es im Hinterkopf. Ist deine Entscheidung, Boss. Wenn du es ernst meinst, musst du die Anführer der Banden ausschalten. Das bedeutet, Nisha, Mason, Max und Max Bruder William kriegen eine Kugel in den Kopf. Danach brechen die Banden zusammen und Nukatown wird wieder ein freier Handelsposten. Ich, red hier draußen lieber nicht mehr darüber. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Naja, ich bin das, was hier einem Arzt am nächsten kommt. Ich behandle Raider, Händler und Reisende. Ich habe auch medizinische Vorräte, falls du die suchst. Ein Arzt? Wie bist du hier gelandet? Tja, ist eine lange Geschichte. Ich habe in einer Siedlung im Westen gewohnt. Coulter griff uns mit seiner Bande an, als er noch eine hatte. War ein harter Kampf. Wir haben einige von ihnen getötet und sie einige von uns. Es gab Verwundete auf beiden Seiten, aber keiner konnte zu ihnen. Ich habe eine Waffenruhe vereinbart, um mich um die Verletzten zu kümmern. Hab ein paar Leben gerettet, auch Coulters.
Als er hier ankam, nahm er mich zur Seite. Meinte, wenn ich mitkäme, würden seine Jungs unsere Siedlung in Ruhe lassen. Jetzt bin ich hier zu Hause. Also, kann ich was für dich tun? Behandlung oder Vorräte? Nö, kein Interesse. Also gut. So, so. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Hey, Boss. Es war toll, Kunde zu sehen. Er hat mir eine Heidenangst gemacht. Von dem hatte ich Albträume. Wie war er so? Mit einem Wort, gewalttätig. Von den anderen Raidern wirst du hören, dass er ein bisschen zu bequem wurde. Auf jeden Fall war er jemand, mit dem ich es mir nicht verscherzen wollte. Hm. Genau wie ich es mir mit dir nicht verscherzen will. Ich will niemandem Albträume verschaffen. Gott sei Dank, dann werde ich wesentlich besser schlafen. Also, was hältst du davon? Nuka World anzuführen, meine ich. Muss ziemlich schwierig sein, diese ganzen Raider auf Linie zu halten. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur nicht, dass mich ein Verrückter in Powerrüstung umbringt. Jeder von uns hätte an deiner Stelle wohl das Gleiche getan. Aber du hast bestimmt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu reden. Oder möchtest du was kaufen? Ja. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sofort, Boss. Was hast du denn? Oh. Intelligente Splittergranaten, die intelligent verhindern Explosionsverletzungen des Werfers. Nice. Das ist schon nice. Das muss ich ja mal sagen. Sag mal noch so. Hochleistungszerfetzende Minigun. Ah ja. Mhm. Flash in Corky Jeans. Okay. Problem ist, ich kriege ja wirklich keine Muni für die Waffe. Die kriege ich nur auf Far Harbor. Oh. Der Typ, der die Camps verkauft, ist ein bisschen schräg. Gar nicht. Minimal. Huch. Die Raider erzählen andauernd von Blutwürmern. Hoffentlich finde ich nie raus, was das ist. Hey. Wen haben wir denn da? Stimmt. Willst du meinen bescheidenen Marktstand mit deiner Anwesenheit beehren, oh großer Boss? Ja. Lass die Frechheiten, sonst verlierst du was ziemlich Wertvolles. Tut mir leid, ich weiß, du hast da nicht drum gebeten. Ist einfach schwer, nicht verbittert zu sein, verstehst du? Wir machen die ganze Arbeit, dann heimsen die Banden alles ein. Gutes Geschäft, zumindest für euch. Aber es ist wohl egal, was ich denke, oder? Solange ich dieses Halsband trage, bin ich nichts weiter als ein Sklave. So. Hey, ist nicht meine Schuld, dass es so läuft. Ich bin neu hier. Hab ich auch nie behauptet. Du solltest nur wissen, worauf du dich einlässt. Ja. Also, wenn du Waffen oder Munition brauchst, sprich mit mir. Und bevor du fragst, ja, jeder zahlt. Selbst du. Klar. Ich schau mal, was du hast. Okay. Was hast du denn? Splatterkanone. Okay. Erhöht den Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Ein geiles Nudelholz. Vorschlagkammer, alles klar. Ich glaube, die 7,62 brauchen wir noch. Deswegen kaufe ich die auch. Wenn ich vorher mitnehme. Wären die Raider nicht, würde ich mal mit meinen Kindern vorbeikommen. Wenn du mir nicht dieses Halsband abnehmen und mich befreien willst, brauchst du wohl Waffen oder Munition. Ich denke, es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. Pistolen, Gewehre, Granaten und alles, was ihr an Waffen braucht. Alter, wieso sieht das so hässlich aus?
Munition sollte man immer dabei haben. Hier gibt's Waffen und Munition. Ja, ich hab's verstanden. Niedlich. Ich hab heute Nacht. Guck mal, wie die aussehen. Die sehen ganz anders aus wie die anderen. Die Händler hier sind nicht besser dran als Sklaven. Arme Schweine. Hey, Boss. Oh. Du hast Coulter echt eine Abreibung verpasst. Das war mal was. Und du bist? Dann sind seine großen Pläne für den Park wohl mit ihm gestorben. Große Pläne? Große Pläne, was? Beinhalteten die auch, in der eigenen Arena getötet zu werden? Natürlich nicht, Boss. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das ist eine gute Idee. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsamer, träger. Coulter verlor die Motivation. Ich glaube, Coulter war an irgendwas dran. Wenn man die Macht im Park hätte, wäre alles viel einfacher. Ja, da wäre das Leben für alle ein bisschen besser. Oder? Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem gut. Verdammt! Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Dry Rock Gulch eine Chance. Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen. Also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Dry Rock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt noch leben. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen, damit wir wieder Saft haben? Ja. Coulters Plan war gut. Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Hab eine Menge Arbeit reingesteckt. Jo, hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden. So wie du das sagst, hört es sich tatsächlich nach einer guten Idee an. Deine Entscheidung, Boss. Aber du hast ja noch Zeit. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Jo. Drei rivalisierende Banden an einem Ort und die bringen sich nicht um? Hab ich noch nie erlebt. Ne. Könnt ihr entspannen oder abgehen? Ich hab für beides was da. Okay. Jetzt haben wir uns das hier angeguckt. Warte mal, lass mich kurz mal auf die Map. Nuka Town Markt. Da ist wieder eine Power-Rüstung. Ich verstehe das nicht. Weil zeigt ihr mir die nur an, weil wir die ja nicht hier haben. Ja, außer. Okay, wir sind in der nächsten Folge. Ja, also ich bin mega gespannt. Das wird richtig cool, denke ich. Ciao.